Bei diesem Video hatten wir 100 Follower und bei diesem schon über 800.000. Dazwischen liegen 2 Jahre Erfahrung mit Videos auf Social Media. Und deswegen zeige ich dir heute, welche 7 Fehler du bei deiner Videoproduktion vermeiden solltest. Egal, ob du auf YouTube, Instagram oder wie in unserem Beispiel auf TikTok aktiv bist. Keine Sorge, das Equipment, das du dafür brauchst, ist günstiger, als du denkst. Fangen wir mit dem ersten Fehler an: kein Mikro benutzen. Am Anfang haben wir manchmal einfach in das Handy gesprochen. Das kann man machen, sollte man aber nicht. Denn auf Social Media gilt, ein guter Ton ist wichtiger als ein gutes Bild. 1,8 Millionen Aufrufe auf TikTok. Ey, hör mir auf mit den Bayern. Aber sag mal, weißt du eigentlich, woher der Ausdruck kommt? Mittlerweile nutzen wir immer so kleine Mikros hier, sogenannte Lavalier-Mikrofone. Konkret nutzen wir eine Kombination des Wireless Go von Rode mit dem dazugehörigen Lavalier-Mikro. So kann ich mich auch frei bewegen und es baumelt kein Kabel im Bild herum. Man kann auch direkt in den Sender des Wireless Go sprechen, aber das gefällt uns optisch nicht wirklich. Die Mikrofone von Rode sind unserer Ansicht nach auf jeden Fall empfehlenswert und preislich auch in der Mitte angesiedelt. Denk dran, ein guter Ton ist wichtiger als ein gutes Bild. Übrigens, du findest unten in der Videobeschreibung immer einen Link zu unserer empfohlenen und einer günstigeren Variante. Aber hier halten wir erstmal fest: Kosten für das Mikro, also ab ungefähr 10 Euro. Fehler Nummer 2: schlechte Beleuchtung. Hier kannst du unschwer erkennen, dass ich nicht wirklich gut ausgeleuchtet bin. Das liegt daran, dass wir uns auf das Tageslicht verlassen haben. Und das ist keine gute Idee. Unsere Empfehlung an dieser Stelle: besorgt euch ein Ringlicht wie dieses hier. Die Kosten liegen ungefähr bei 40 Euro. Nur jetzt wird es manchen von euch gehen wie diesem Teilnehmer in unserer Akademie. In unserem TikTok-Kurs soll nämlich unter anderem ein Probevideo gedreht werden. Und da gab es diese Frage hier. Heute ist mein Ringlicht angekommen. Hast du einen Tipp für mich, Brillenträger, was ich tun kann, damit das Licht nicht so spiegelt? Gehen wir doch mal unsere Antwort kurz durch. A. Ihr könnt das Ringlicht etwas höher stellen und nach unten kippen. Solange keine tiefen Schatten entstehen, wird die Spiegelung fast weg sein. Ganz nach dem physikalischen Reflexionsgesetz. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. B. Ihr kauft euch einen sogenannten Diffusor. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung unten. Oder C. Ihr baut euch euren eigenen Diffusor. Manchmal reicht dafür schon ein weißes T-Shirt, das einfach über das Ringlicht gespannt wird. Ergänzen möchte ich noch Variante D und E. Zunächst einmal kannst du auch auf ein Ringlicht ganz verzichten, wenn du alternativ mit 2 Softboxen arbeitest. Wie der Name schon sagt, werfen diese Softboxen ein softeres Licht und Brillen spiegeln nicht mehr so stark. Und Variante E, nur ein bisschen ernst gemeint, ihr macht es so wie ich. Ich habe mir vor 2 Jahren meine Augen lasern lassen und bin damit sehr, sehr glücklich. Aber gut, die vermeintlich nervigen Spiegelungen eines Ringlichts waren definitiv nicht der Grund für den medizinischen Eingriff. Fehler Nummer 3, schlechte Beleuchtung. Hä? Hatten wir doch eben schon. Aber diesmal geht es um das Tageslicht, das in deinen Raum fällt. Selbst wenn du mit einem Ringlicht arbeitest, wirst du merken, dass sich die Helligkeit von einer auf die andere Sekunde ändern kann. Zum Beispiel, wenn die Wolkendecke aufreißt und ein Sonnenstrahl wie ein Flutlicht dein ganzes Zimmer plötzlich erhellt. Wenn du dann noch in deinem Video hin und her schneidest, werden diese Sprünge in der Helligkeit sehr komisch aussehen. Wir dunkeln deshalb unseren Raum immer etwas ab, um unabhängig vom Wetter gut ausgeleuchtet zu sein. Glaubt mir, es kostet euch genau nichts und ihr werdet besser aussehen. Sucht euch also einen Raum, den ihr zum größten Teil abdunkeln könnt. Kurz zusammengefasst, so sah es vorher aus und so, wenn ihr Fehler Nummer 2 und 3 vermeidet. Und dafür habt ihr bislang nur 50 Euro ausgegeben. Fehler Nummer 4, die falsche Kamera benutzen. Wenn du eine große YouTube- oder Twitch-Karriere anstrebst, dann musst du dir kurz die Ohren zuhalten. Denn im Bereich der Hochformat-Videos auf Reels, TikTok oder Shorts brauchst du definitiv keine teure Kamera, um Follower zu gewinnen. Angefangen haben wir mit dem iPhone 10, dessen Qualität heute nicht mehr wirklich ausreicht. Das iPhone 11 ist dagegen eine gute Lösung. Mittlerweile sind wir beim 13er angekommen. Auch das ist natürlich vollkommen ausreichend. Was wir damit sagen wollen: aktuelle Smartphone-Kameras reichen vollkommen aus, wenn du dir mit Videos im Hochformat auf Shorts, Reels oder TikTok Reichweite aufbauen willst. Die Kosten für eine teure Kamera kannst du dir also an dieser Stelle sparen. So langsam biegen wir auf die Zielgerade ein. Fehler Nummer 5 in 4K filmen. Wir verzichten bei den Aufnahmeeinstellungen auf 4K. Die Dateien sind ansonsten unglaublich riesig und alles braucht länger.
Ja, bei uns hat das wegen 4K am Anfang alles ewig gedauert. Zum Beispiel, wenn wir die Dateien vom Smartphone auf den Laptop transferiert haben, in einer Cloud hochladen wollten oder in unserem Schnittprogramm bearbeitet haben. Ganz abgesehen davon, dass 4K dein Leben unnötig kompliziert macht, reduzieren Plattformen wie TikTok die Qualität beim Upload sowieso. Full HD reicht also aus. Achte am besten darauf, dass du hier in 50 oder 60 Frames aufnimmst, so wirkt dein Video schön flüssig, ohne einen weiteren Euro dafür ausgegeben zu haben. Aber der nächste Punkt wird dich etwas Geld kosten. Fehler Nummer 6, einen langweiligen Hintergrund haben. Also klar, es gibt niemanden, der sich nur wegen eines schönen Hintergrundes Reichweite aufbaut. Doch die meisten von uns haben so ein gewisses ästhetisches Empfinden. Am Anfang haben wir uns einfach vor eine weiße Wand gestellt. Auf Dauer ist das nur ziemlich langweilig. Zudem hat man so auch kein wirkliches Wiedererkennungsmerkmal. Mittlerweile arbeiten wir mit sogenannten Backlights, also kleine LED-Panel, die unsere weißen Wände wie so kleine Filmstudios wirken lassen. Das Video gewinnt damit an Atmosphäre und wir können die Farben entsprechend unseres Firmenlogos auswählen und auch jederzeit ändern. Schaut auch, dass ihr in euren Videos etwas Tiefe habt. Also stellt euch nicht direkt vor die Wand, sondern lasst etwas Platz hinter euch. Als Alternative fällt dir vielleicht auch noch ein Greenscreen ein. Doch ein Greenscreen zieht eine ganz andere Anforderung an die Postproduktion nach sich. Wir raten davon ab und halten für den Moment fest, Kosten für ein günstiges Backlight ungefähr 30 Euro. Kommen wir zum letzten Fehler Nummer 7, den du unbedingt vermeiden solltest. Alles auswendig lernen. Anfangs haben wir unsere Skripte auswendig gelernt. Das ging mal gut, aber meistens in die Hose. Wir haben zig Anläufe gebraucht, um ein einminütiges Video im Kasten zu haben. Und so richtig Spaß hat das dann auch nicht gemacht. Das Problem ist, wer angespannt oder schlecht gelaunt vor der Kamera steht, weil die Sätze nicht wirklich richtig sitzen, dem merkt man das an. Ja, und solche Videos schaut sich keiner von uns gerne an. Mittlerweile schreiben wir unsere Skripte so, dass kein Satz länger als eine Zeile ist. So stellen wir sicher, dass unser Ultra-Kurzzeitgedächtnis ausreicht, um beim Videodreh also 2 bis 3 Varianten einzuspielen. Und das hat unsere Videoproduktion nicht nur viel effizienter, sondern unsere Videos auch besser gemacht, weil wir zum Schneiden ja gezwungen werden. Das Video wird so schneller, obwohl wir ganz normal sprechen. Und warum eine gewisse Grundgeschwindigkeit in einem Hochformat-Video wichtig ist, damit du mit deinen Videos auf Social Media Follower gewinnst und vielleicht auch mal viral gehst, das zeigt dir Dominik übrigens in diesem Video hier. Ansonsten sprengt das Thema Videoskripte hier definitiv den Rahmen. Wer mehr dazu lernen möchte, dem empfehle ich unseren Online-Kurs, wie man mit Infotainment-Videos die ersten 100.000 TikTok-Follower aufbaut. Da erfahrt ihr nämlich unter anderem, wie ihr virale Videos schreiben könnt. Für nur 80 Euro 7 Fehler bei der Videoproduktion vermeiden, damit deine Videos auf Social Media besser performen? Du bist jetzt um einiges schlauer als wir am Anfang unserer Videokarriere. Schick das Video doch gerne jemandem, der oder die diese 7 Fehler ebenfalls vermeiden sollte. Und wir sehen uns hier auf dem Kanal schon bald wieder.